Ich begrüße dich herzlich auf meinem Handarbeitskanal Cheap Love Wool. Wir häkeln, stricken und spinnen hier. Und weil ich auch einen Garten habe, da koche ich und backe ich mit dir. Und du kannst meine Videos liken und auch einen Kommentar schreiben und teilen mit deinen Freundinnen. Und meinen Handarbeitskanal kostenlos abonnieren. Wenn du das noch nicht getan hast, einfach unten auf Abonnieren drücken. Vielen lieben Dank. Und jetzt kommt ein wunderschönes Video für dich. Los geht's. So, und heute kommt Teil 5, Reihe 27 bis 31. Und ihr seht hier schon, wir haben noch Rot und Grün, Gelb und dieses Grau. Das Grau hatten wir das letzte Mal schon. Ich zeige euch das jetzt einfach mal so, dass ihr das noch mal seht. Das mache ich ja immer am Anfang. Das ist die Mitte. Dann haben wir hier Blätter eingearbeitet. Dann kommt hier zwei Reihen einfach nur Stäbchen. Hier haben wir noch andere Sachen eingearbeitet mit einem wunderschönen Reliefmuster. Und ich habe, hier seht ihr das, verschiedene von meinen braunen und rottönen da verhäkelt. Das solltet ihr ja auch so weiterarbeiten. Es waren ja immer nur zwei Reihen im Wechsel bis Reihe 26. Und hier habe ich einfach mal versucht, dieses Grau unterzubringen. Ihr habt ja jetzt meine Farben alle gesehen. Also ich habe das ja alles geschenkt gekriegt. Und ich werde das Grau jetzt nicht mehr weiter benutzen, weil es hat alles warme Töne. Hier passt es hin, weil das nächste Muster wunderschön weitergeht, dass es rein theoretisch vom Gedanken her hinpasst. Ansonsten haben wir dann das einfach mal übrig für ein anderes, weiteres Projekt. So, und in diesem Teil 5, Reihe 27, machen wir mit Grün weiter. Ich lege euch wie immer hier Zahlen hin, damit du vor- und zurückspulen kannst, wie du möchtest. So. Okay. Los geht's. Bevor es jetzt richtig losgeht, noch ein Hinweis. Das wird jetzt der letzte Teil. Ein fertiges Bild, wie immer in meiner Facebook-Gruppe und auf meinem Facebook-Status, genau. Ja, und die Maße schreibe ich euch aber unter das Video, damit ihr dann wisst, wie groß das alle 5 Teile sind. Okay, lasst uns mal loslegen. So, das Grün, denke ich mal, das reicht jetzt nur noch für diese Reihe. Und wir brauchen auch nur eine Reihe noch in Grün. Und es ist wie hier in der Mitte praktisch, haben wir auch schon Blätter gehäkelt. Seht ihr, jetzt seht ihr das schön. Hier außen häkeln wir auch Blätter. Aber da es eine Bordüre werden soll, weil meine Decke ist jetzt hier zu Ende. Ihr könntet ja zum Beispiel, wenn euch die Maße dann, ich schreibe die ja unten rein, zu klein sind, könnt ihr einfach andere Muster wiederholen oder eure eigene Fantasie freien Lauf lassen. Ansonsten ist dann eure Decke auch zu Ende. Wir machen hier wieder zwei Steigeluftmaschen als Ersatz erstes Stäbchen. Schlaufe auf die Nadel. Jetzt schauen wir, hier ist praktisch die anderen zwei Steigeluftmaschen. Die dürft ihr auch nie vergessen mit zu behäkeln. Mit einem Stäbchen. So, jetzt haben wir einen Maschensatz. Ich häkel dann das hier hinten gleich wieder mit ein. Von 3 Maschen. Also auf diese 3 Maschen. Hier, gut, hier ist noch eine. Diese 3 Maschen, die jetzt kommen, werden so behäkelt. Du lässt die erste Masche aus. Gehst hier rein. In die mittelste von den 3 Maschen. Machst ein Stäbchen
aber nicht ganz fertig, nur einmal durch, beim zweiten auch und dann einfach durch beide. Dann habt ihr jetzt hier wie so ein Blütenblatt. Jetzt macht ihr zwei Luftmaschen, geht noch einmal in die gleiche Einstichstelle und macht das wie gerade eben. Einmal nicht fertig, das Stäbchen, und noch einmal. Und jetzt durch alle durch. Jetzt kommen praktisch immer dieses Muster. Ihr lasst wieder eins frei. Für diesen Maschensatz eins, für den anderen Maschensatz, also dass ihr diese zwei praktisch nicht behäkelt und dann hier in das dritte wieder einstecht und wieder ein Blatt arbeitet. Ein Blatt besteht aus zwei abgemaschten Stäbchen. Jetzt wieder zwei Luftmaschen und noch einmal in diese gleiche Einstichstelle und zwei abgemaschte Stäbchen ergeben ein Blatt. Ich zeige euch das jetzt mal. So ist die Reihe 27 praktisch jetzt. Ich mache jetzt noch mal zwei. Ihr lasst praktisch die zwei Stäbchen aus, die jetzt kommen würden. Ins dritte der Vorreihe stecht ihr ein, arbeitet zwei zusammen abgemaschte Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch einmal in die gleiche Einstichstelle zwei abgemaschte Stäbchen. Und jetzt wieder Schlauch auf die Nadel, ein, zwei ins dritte einstechen. Und macht wieder zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. Zwei Luftmaschen und noch einmal zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. So, das macht ihr jetzt die ganze Zeit so weiter. In die Ecken kommen auch wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Am Ende der Reihe 27 sehen wir uns wieder. Ich zeige es euch nochmal hin. Also so müsste das aussehen praktisch. So, Reihe 27 müsste jetzt praktisch bei euch so aussehen. Jetzt häkeln wir Reihe 28. Ich habe jetzt hier so ein tolles Rot. So ein richtig schönes warmes Rot. Und viele von euch kennen bestimmt jetzt auch schon das Muster. Wir beginnen wieder mit zwei Steigeluftmaschen. Machen hier noch eine dritte und vierte, weil wir über diese zwei Stäbchen kommen müssen. Dann gehen wir hier vorne dazwischen. Ihr könnt auch gerne den Faden wieder mit einhäkeln und machen eine Kettmasche. Eine Luftmasche. Und jetzt werden wir immer hier diese Mitten behäkeln. Und zwar machen wir hierhin fünf Stäbchen. Ein Stäbchen geht so, du machst eine Schlaufe auf die Nadel. Und machst einfach fünf Stäbchen hier rein. Zwei, drei. Schön immer anziehen zwischendurch. Ihr seht das bei mir auch. Vier, fünf. Und jetzt stechen wir praktisch hier vorne in das erste Stäbchen unter diesen beiden. Jetzt seht ihr das schön. Wartet, ich mache es euch mal näher. Hier, das ist das erste. Unter diesen zwei, beiden Maschen durch. So. Und dann einfach wie eine Kettmasche.
und richtig festziehen. Jetzt sieht es für mich eher aus wie eine Rose und nicht wie eine Tulpe. So, wir machen jetzt zwei Luftmaschen, damit wir hier rüber zwischen diese beiden kommen und machen dort eine Kettmasche. Schön anziehen. Jetzt wieder zwei Luftmaschen. Und ihr seht schon, wie schön 3D das wird. Jetzt wieder einfach fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt wieder ein bisschen locker lassen, damit ihr erstmal mit dem hier rüber kommt. In das erste Stäbchen oben unter den zwei Maschengliedern durch. Holt euch einen Faden und mascht das. Zieht das richtig schön fest, damit es auch wieder ein kleines Röschen wird. Und wieder zwei Luftmaschen. Da dazwischen wieder eine Kettmasche. Und jetzt hier wieder einfach fünf Stäbchen nebeneinander. Zwei, drei, vier, fünf. Jetzt ein bisschen locker lassen, damit ihr hier wieder hier ins erste kommt. Unter den zwei Maschengliedern durch, von hinten den Faden holen und schön fest anziehen. Und jetzt wieder zwei Luftmaschen da dazwischen. Und das macht ja die ganze Runde 28 praktisch. Jetzt so weiter. In die Ecken kommt wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Wir sehen uns am Ende der Reihe 28 wieder. So, auch ich bin jetzt fertig mit Reihe 28 und jetzt kommt Reihe 29. Diese Reihe könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Das ist jetzt die letzte Reihe. Ich denke mal, da das nur noch so ein wenig gelb ist, vielleicht kriege ich zwei Reihen noch hin. Muss ich mal sehen. Ihr seht es dann ja in der Facebook-Gruppe auf dem Bild. So, die Reihe 29 beginnt ja auch wieder in so einer Ecke mit zwei Steigeluftmaschen. Als Ersatz erstes Stäbchen. Und jetzt macht ihr ganz einfach, das merkt ihr euch, dass hier das zweite ist. Und jetzt kommen noch fünf Stück. Fünf. Und ihr geht jetzt auf diese festen Maschen immer. Ihr könnt auch drumrum gehen, das ist dann deinem Geschmack überlassen. Und macht hier auch wieder eine feste Masche. Und wieder eins, zwei, drei, vier und fünf Luftmaschen. Und dann geht ihr zwischen die zwei Blüten wieder auf diese feste Masche und macht wieder eine feste Masche, dass ihr praktisch jetzt zum Schluss noch eine gelbe Reihe fünfer Luftmaschenketten macht. Weil das ist das nämlich. Und ich hoffe praktisch, dass ich vielleicht noch eine Reihe 30 machen kann. Und dann ist auch unsere Decke beendet. So, und immer weiter praktisch, immer fünf Luftmaschen. Also lege ich keine weiteren Zahlen hin und in das nächste einfach rein. Du kannst das jetzt wiederholen, so oft du willst. Das schreibe ich auch unten rein.
Und das sieht dann praktisch so aus, so richtig süß. Falls dann noch eine Reihe kommt, gehst du dann immer hier entweder 1, 2, 3 in die dritte Luftmasche direkt rein oder drumherum machst eine feste Masche. So, ich wünsche dir viel Spaß. In der Facebook-Gruppe gibt es dann wie immer ein Bild. Tschüssi, meine Lieben. Auch hier ist jetzt ein Jahr beendet mit vielen schönen Langzeit-, Strick- und Häkelmodellen. Ich wünsche euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Tschüssi, meine Lieben. Eure Nicole von Sheep Love Wool.